Russland, der Freund von Europa. Die meisten Menschen in den westlichen Ländern vertreten die Ansicht, dass Russland ein diktatorisches Land ist und dass Wladimir Putin ein Diktator sei. Aber was ist der Grund dafür, dass die Menschen in den westlichen Ländern zu dieser Auffassung gelangt sind? Eines kann man mit absoluter Sicherheit sagen. Die Menschen wissen absolut nichts über dieses Land, geschweige denn über Putin. Woher denn auch? Aber trotz dieses absolute Nichtswissen über dieses Land, sind die meisten Menschen in den westlichen Ländern der Auffassung, dass Russland ein bösartiges diktatorisches Land ist und dass Wladimir Putin ein bösartiger Diktator sei. Woher kommt dieser Hass gegen Russland? Die Vereinigten Staaten von Amerika schüren medial eine Propaganda gegen Russland. Die Menschen in den westlichen Ländern müssen um jeden Preis dazu gebracht werden, über Russland schlecht zu denken. Die Menschen in den westlichen Ländern sollen auch nicht einmal im Ansatz auf die Idee kommen, dass das alles nur eine Propagandalüge der Vereinigten Staaten von Amerika ist. Ein Beispiel dieser Propagandalüge ist, indem man Russland bzw. Wladimir Putin Verstöße gegen die Menschenrechte vorwirft. Aktuelles Beispiel ist die Ablehnung der homosexuellen Propaganda, die übrigens in den westlichen Ländern die Würde des Menschen schon längst vergiftet hat. Aber niemand hat es dort auch nur im Ansatz gemerkt, weil Schlangengift ein Nervengift ist. Wer den letzten Satz nicht verstanden hat, der ist bereits vergiftet. Aber das Geschrei gegen Russland ist dadurch umso größer, weil die Menschen in den westlichen Ländern nicht den Mut hatten, sich gegen die Homopropaganda durchzusetzen. Daher ist Russland das Ventil des westlichen Zornes geworden, weil Russland bzw. Wladimir Putin den Mut und die Menschenwürde aufgebracht hat, sich gegen diesen perversen Irrsinn entgegenzustellen, was die westlichen Länder dümmlicherweise als Menschenrecht betiteln. Russland ist das größte Land der Welt. Russland ist zurzeit die zweite Weltmacht, obwohl dieses Land das größte Land der Welt ist. Russland ist Europa viel näher als die Vereinigten Staaten von Amerika. Oder klarer ausgedrückt, Russland grenzt direkt an Europa. Wenn die Vorwürfe gegen Russland und Putin wirklich berechtigt wären, dann hätten wir in Europa nichts mehr zu lachen, geschweige denn etwas zu melden. Es würde in Wahrheit noch nicht einmal ein Europa existieren, wenn Russland ein diktatorisches und menschenverachtendes Land wäre, schon aufgrund dessen, weil Russland das größte Land der Welt ist und direkt an Europa grenzt. Daher können die Vorwürfe nicht stimmen, die man Russland und Putin vorwirft. Aber warum schüren die Vereinigten Staaten von Amerika diesen Hasspropaganda gegen Russland? Die Antwort liegt klar auf der Hand. Russland grenzt direkt an Europa, daher haben die Vereinigten Staaten von Amerika eine berechtigte Furcht vor Russland. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind zurzeit die Weltmacht Nummer 1 und diese setzt auch alles daran, dass es auch so bleibt. Allein die Vorstellung darüber, dass sich Europa mit Russland verbünden würde, treibt die Vereinigten Staaten von Amerika dazu, gegen jede Art von Menschenrecht und Meinungsfreiheit zu verstoßen, indem man alles medial überwacht und gegebenenfalls alles zensiert, das sich gegen die Weltmacht Nummer 1 richten könnte. Und der Fall Edward Snowden ist das beste Beispiel dafür, was man mit einem Menschen in der Öffentlichkeit medial anrichtet, der es auch nur wagt, etwas gegen die Vereinigten Staaten von Amerika zu sagen bzw. dessen Machenschaften aufdeckt und diese öffentlich macht. Was würde geschehen, wenn Europa sich mit Russland verbünden würde? Es würde einen klaren Verlierer geben. Und das wären die Vereinigten Staaten von Amerika. Das Machtmonopol Amerikas wäre endgültig zu Ende. Die große Würgeschlange dieser Welt und damit sind die Vereinigten Staaten von Amerika gemeint, die die Gesamtbevölkerung dieser Welt im Würgegriff hatte, wäre somit gestorben und die Menschen würden dabei etwas erleben, was man als echte Freiheit bezeichnen kann. Dieser ganze mediale Müll, den die Vereinigten Staaten von Amerika den Menschen als propagandistisches Schlangengift im Namen der Menschenwürde und Freiheit verabreicht hat, würde nicht mehr existieren. Die wahre Diktatur des Bösen wäre beendet. Aber das Traurige ist, dass sich Europa von der Würgeschlange weiterhin würgen lässt und sich durch ihr Gift betäuben lässt. Ich habe diesen Artikel deswegen verfasst, weil ich für Russland bin. Wenn ich mich entscheiden müsste zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und Russland, dann würde ich mich für Russland entscheiden. Russland ist der Freund Europas, aber Europa müsste aufwachen, um dieses als solches auch zu erkennen. Wir leben doch im 21. Jahrhundert. Aber genau das ist das Bedauerliche, weil die Menschen in der modernen und aufgeklärten Welt nicht mehr unterscheiden kann, wer Freund oder Feind ist. Das ist wirklich traurig und bedauerlich zugleich,
weil man den Freund als Feind bezeichnet, während der wahre Feind uns dazu manipuliert hat und somit leichtes Spiel mit dieser Welt hat. Nur ein Mensch, der mehr hat, als nur seinen intellektuellen Verstand, der ist in der Lage, diesen Unterschied zu erkennen.